Das heißt, es gibt auch Ausnahmen. Ganz genau. Und das ist nur eine von mehreren Ausnahmen, die auch gesetzlich verankert sind. Mir fällt gerade ein, ich habe neulich jemanden gesehen, der in einer Stadt eine Burg, umgeben von vielen Passanten, fotografiert hat. Womöglich auch hochgeladen. Dann war das ja eigentlich nicht erlaubt, oder? Der Sozialarbeiter kriegt Lisas Frage zufällig mit und gesellt sich zu den beiden. Scheint so, als wenn ihr euch gerade über Bildrechte unterhaltet. Prinzipiell ist das nach dem Urheberrechtsgesetz zulässig, Werke, die sich bleibend oder an öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen befinden, mit Mitteln der Malerei oder Grafik, durch Lichtbild oder durch Film zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben. Das, was du beschreibst, ist ebenfalls eine der Ausnahmen. Es ist also ein Bild, wo Menschen nur als Beiwerke einer Sehenswürdigkeit oder Landschaft erscheinen. Das heißt, Menschen tauchen im Bild nur zufällig auf und prägen die Aufnahmen nicht. Wenn die Burg aber als Beiwerk verwendet würde, wäre eine Aufnahme der Person zustimmungspflichtig. Aber Vorsicht! In Deutschland gilt Panoramafreiheit, in anderen Ländern allerdings nicht. So ist zum Beispiel das Urheberrecht des Eiffelturms sehr umstritten geregelt. Wenn man also ohne Erlaubnis Bilder oder Videos des Eiffelturms ins Internet stellt, stößt man an rechtliche Grenzen. Ach so, echt? Und warum?